In diesem Video habe ich eine prachtvolle Kartelluhr für euch. Sie hat einen wunderschönen Schlag und wir schauen natürlich gemeinsam hinter das Zifferblatt ins Werk, wie das Schlagwerk ausgelöst wird und lauschen direkt auf der Werkbank auch nochmal dem Schlag. Viel Spaß beim Zuschauen! Hallo und herzlich willkommen hier bei Faszination Großuhr. Ich habe heute eine wunderschöne, prunkvolle Kartelluhr für euch. Wie ihr seht, das Gehäuse besteht aus einem üppigen Blatt- und Blütenwerk. Das ist aus Holz geschnitzt und danach blattvergoldet worden. Das Werk hat ein Halbstunden Rechenschlagwerk drin und wie ihr hören könnt, hat es einen wunderschönen, hellen Klang und auch die Zeiger sind ganz besonders prunkvoll gearbeitet, handwerklich schön gearbeitet und das gleiche könnt ihr auch gleich im Werk sehen, denn eine solche antike Uhr ist durchaus handwerklich besser gearbeitet als die neueren mechanischen Uhren, die man heutzutage kaufen kann. Dann lasst uns doch mal zusammen unter das Zifferblatt schauen. Und so schaut es hier aus. Relativ schön verarbeitete Teile, eine polierte Platine. Und jetzt lasse ich das Schlagwerk für euch auslösen. Das war der Halbstundenschlag. Oben links im Bild seht ihr den Hammer. Hören könnt ihr nichts, weil ich die Glocke noch unten habe. Dann gehen wir zum Stundenschlag hoch. Wir haben jetzt die Vorwarnung. Jetzt fällt der Rechen auf die Stundenstaffel und das Schlagwerk wird ausgelöst. Der Schöpfer hebt den Rechen wieder hoch und das Schlagwerk wird wieder abgestellt. Wenn es euch genauer interessiert, wie das mit dem Schlagwerk funktioniert, könnt ihr gerne nachschauen bei wie wird das Schlagwerk ausgelöst und dazu, woher die Uhr weiß, wie oft sie schlagen muss, habe ich euch auch ein Video gemacht. Das heißt, woher weiß der Stundenschlag, was er schlagen soll. Hier ging es mir jetzt hauptsächlich darum, euch zu zeigen, wie schön verarbeitet das Ganze ist und wie sauber es läuft. Und jetzt wollen wir noch einen Blick seitlich ins Werk reinwerfen. Und so schaut es aus. Ich löse den Schlag aus. Wer genau beobachtet, sieht, dass wir keine Hebnocken, sondern Hebstifte haben. Ihr könnt schön sehen, wie das Hebsternrad den Hammer anhebt und der Hammer fleißig schlägt. Hören könnt ihr nichts, die Glocke fehlt. Das wollen wir jetzt gleich ändern. So, die Glocke ist montiert. Ich löse den Schlag für euch aus. Und dann noch einmal den Vergleich für euch im eingebauten Zustand. Klingt etwas gedämpfter, aber trotzdem wunderschön. Ich habe mich gefreut, dass ich euch diese wunderschöne Uhr vorstellen konnte. Wenn ihr noch mehr Fragen zu Uhren habt, dann schaut doch mal rein bei Faszination Großuhr. Ich freue mich auf euch. Bis dann, eure Ina.